meine Süßen, hier ist sie wieder, eure Anni. Ich wusste erst gar nicht, wie ich dieses Video beginnen soll. Ob ich das in zwei Videos schneide, ob ich ein langes Video mache, ob ich euch die ganze Vorgeschichte noch in ein Video packe. Und ich habe mich entschieden, ja, gleich ins Eingemachte zu gehen und euch die Geschichte vorher kurz zu erzählen. Charlie ist krank. Ich hatte das schon mal angedeutet, wer mich auf Instagram oder TikTok verfolgt, der konnte das in kurzen Videoeinspielern sehen, dass wir Charlie verladen haben. Und zwar waren wir mit Charlie in der Pferdeklinik. Dem Alexander und mir ist das jetzt schon so vor circa 3 bis 4 Wochen aufgefallen, dass Charlie in der Arbeit plötzlich matt wirkte und es wirkte so, als ob das rechte Hinterbein immer so ein Stück hinterher schleift. Ja, was macht man dann? Man holt die Tierärztin. Als ich Charlie frisch zu mir aufgenommen hatte, hatte er auch mal so eine Phase, wo er wirklich im Rücken ziemlich steif war. Ich hatte dann ein paar Mal Jessie da, das ist meine Physiotherapeutin, und auch die wird Charlie jetzt enger begleiten müssen. Warum das Ganze? Charlie hat ziemlich starke Rückenschmerzen. Und auch das hat sich in der Klinik bewahrheitet. Wir sind mit Charlie in die Klinik gefahren und das Ganze seht ihr jetzt auch im folgenden Video. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich hatte vorher meine Haustierärztin da und die hatte vermutet, dass das Ganze aus dem Knie kommt. Und das hat sich jetzt im Nachgang halt nicht bewahrheitet, sondern Charlie hat tatsächlich in der Lendenwirbelsäule ziemlich starke Schmerzen. Er wurde jetzt auch mit Spritzen behandelt im Lendenwirbelbereich und muss jetzt ähnlich wie ein Pferd, das Kissing Spines hat, geritten werden und auch longiert werden. Im Moment hat er jetzt erstmal Pause und darf nur an der Longe gearbeitet werden. Kissing Spines ist ja eine Krankheit, wo die Dornfortsätze der Wirbelsäule aneinander reiben und sich das umliegende Gewebe entzündet. Das ist bei Charlie nicht der Fall. Wir haben Charlie nämlich auch nochmal röntgen lassen. Als Charlie zu mir gekommen ist, hatte er bereits einen Röntgen-TÜV, aber der Rücken war dort nicht mit abgebildet. Also hatte ich Charlie im November letzten Jahres nochmal am Rücken nachtüffen lassen und dort war kein Kissing Spines zu finden. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Ich habe Charlie im Nachgang noch Blut abnehmen lassen und warte jetzt auf Ergebnisse. Der Tierarzt hat gesagt, es kann auch manchmal seltenere Gendefekte bei Pferden geben, die dann eine Muskelentzündung oder Muskelverspannung chronischerweise auslösen. Ja, das Ganze ist nicht einfach für mich, weil ich habe mit Pferden nicht nur gute Erfahrungen gehabt. Ich hatte eigentlich immer Pferde und ich muss sagen, ich hatte sehr viel Pech, was das angeht. Ich hatte häufig Pferde, die schon von vornherein eine Problematik am Bewegungsapparat hatten. Also ich kenne das Ganze mit Fesselträgerproblemen, ich kenne auch Hufrollenproblematik und ich kann nur so sagen, Pferde sind auch nur Menschen. Jedes Pferd hat sein Wehwehchen. Man muss sich von diesem Gedanken verabschieden, dass es Pferde gibt, die nie irgendwas haben. Selbst wenn Pferde das nicht offensichtlich zeigen, haben die natürlich auch mal ihre Wehwehchen. Und so ist das halt bei Charlie. Er lief jetzt sehr viele Wochen total schön. Ihr habt es ja in den Videos gesehen, er hat Fortschritte gemacht und man hat es einfach nicht gemerkt. Und das Ganze zeigte sich, wie gesagt, erst etwas deutlicher, als wir den Charlie dann mal wieder an der Longe hatten und er anfing, mit seinem Hinterbein so ein bisschen hinterher zu schleifen. Der Tierarzt hat allerdings gesagt, es ist jetzt kein hoffnungsloser Fall. Man kann das Ganze über richtiges Training in Schach halten und eine Muskelerkrankung muss sich ja auch erstmal bewahrheiten. Ja, das vorab zu diesem Video. Ihr seht jetzt den Zusammenschnitt, wie wir den Tag verbracht haben und zusammen mit Charlie in die Klinik gefahren sind. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hi Alex, Alex ist auch schon da, der wird uns heute auch mit in die Klinik begleiten. Jetzt warten wir beide noch auf meine Bekannte, die Dominique. Es gab gerade schon ein bisschen Probleme mit dem Hänger ausleihen. Da gab es ein kleines Missverständnis, die dachten, wir wollen schon um 12 Uhr los und jetzt müssen wir noch mal warten, weil der Hänger gerade noch einmal im Gebrauch ist. Na Alex, ob wir da heute ankommen? Ach, bestimmt. Zum Reiten wir da halt. Hänge ich schon die Weihnachtsdienste. Genau, Alex hat hier schon mal die Trense in der Hand. Jawohl. So Anni, was nehmen wir denn jetzt eigentlich alles mit zur Klinik?
Ja, also erstmal ganz wichtig ist eine Friedhofskerze, falls es vorbei ist. Ich habe ja echt einen schwarzen Humor. Nein, natürlich nicht. So, die braucht man mal für ein Sketch auf Instagram. Ja, ganz wichtig ist immer, ich habe hier den Pferdepass dabei. Ne? Also den zeige ich euch jetzt natürlich nicht direkt, das sind meine Daten. Ne? Und hier ist eine Röntgen-CD, damit der Tierarzt dann sich auch das einmal angucken kann. Also der Charlie hatte einen TÜV. TÜV heißt, wenn man sich ein neues Pferd kauft, dass da halt Röntgenbilder von allen Extremitäten gemacht werden, die relevant sind, um das Pferd als Reitpferd zu nutzen. Da soll er einmal noch mal reingucken. Und dann habe ich hier unten Steigermaschen liegen. Also die wird da hinten an die Beine bekommen, damit er sich im Hänger nicht anschlägt. Die sind auch schon ein bisschen dreckig. Ja, dann ganz wichtig noch Longe. Ich weiß nicht, ob der Tierarzt da wird er bestimmt auch eine Longe haben, Trense zum Vorlongieren. Und dann werde ich ihm definitiv noch eine Transportdecke bzw. eine Abschutzdecke mitnehmen. Ja, und dann können wir jetzt auch einmal zu Charlie gehen. Während wir jetzt auf den Pferdehänger warten, hat mir der Alexander gerade erzählen wollen, dass Mathematik ein einfaches Fach ist. Ich selber habe eine Rechenschwäche und das gebe ich auch zu seit vielen, vielen Jahren. Und der Alexander meinte aber gerade auch, ich könnte das verstehen. Ne, Alex, was hast du denn da gerade erzählt? Erzähl das doch nochmal den Zuschauern. Ich habe dir ja beispielsweise eine Matheaufgabe erzählt, wie sie bei uns vorkam, wo man keine Zahlen braucht, um sie zu lösen. Ist ganz einfach. Ich finde Mathe ohne Zahlen ganz toll. Ja, also mal nebenan, man hätte eine Matrix. Also Matrix könnt ihr jetzt mal googeln. Ja, also alle, die hier Abi machen, die wissen bestimmt Bescheid. Genau. So, wenn wir jetzt eine quadratische Matrix haben, so, irgendeine beliebige, dann kann man beweisen, dass zwei quadratische Matrizen miteinander multipliziert wieder eine quadratische Matrix ergeben. Okay. Das gilt dafür jede beliebige quadratische Matrix und sowas kann man beweisen. Komplett ohne Zahlen, weil mit Zahlen hat man ja immer nur diese eine. Genau. Ja, genau. Ja. Klar Beweis. What the fuck? Ja, der Charlie wurde vor ein paar Tagen geimpft und man merkt deutlich, dass er total schlapp noch ist. Und er wollte jetzt gerade in der Halle auch überhaupt nicht freilaufen. Ja, ich bin ganz gespannt, was dann in der Klinik rauskommt. Und mache mir schon echt Sorgen um ihn. Charlie. So. Der Alex, der ist schon am so einem Vorbereitungsknuddeln mit Charlie hier, um ihm die Angst zu nehmen, ne? Ich kann auch niedlich. Du kannst auch niedlich, genau. Das ist immer böse sein. Alexander, was macht denn eigentlich deine Frauensuche? Ich habe ja mal eine Anzeige für dich auf TikTok geschaltet. Ich habe gehört, das sind schon ganz schön viele, mit denen du im Moment unterwegs bist hier. Frauen sind grundsätzlich immer um mich rum. Die Frage ist, welche sich als beziehungstauglich erweisen. Ich habe momentan habe ich zwei Kandidatinnen, die vielleicht was taugen könnten. Oh. Muss ich mal noch gucken. Ja, dann sind wir mal ganz gespannt, ob der Alex sein Herzblatt findet. Mit diesem Pferd hier mit Sicherheit. Das ist doch bestimmt ein Publikumsmagnet. Ich höre nämlich immer, dass der Alex seine potenziellen Bewerberinnen auch hier immer mal mit an den Stall genommen hat. Hier fahren immer noch keine hier. Solange die nicht alle auf Charlie reiten, soll es mir egal sein. Ja, Charlie reiten nur die, die es können. Jawohl, und die mit mir gesprochen ja, haben. Ja, und hier ist wieder die Domi, die kennt ihr ja noch von meinem Video mit Gustav, was bei euch so mega gut angekommen ist. Und die Domi wird heute den Charlie mit Alexander und mir zusammen in die Klinik fahren. Und da sagen wir vorab schon mal ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. So, es geht los und die Domi, die ist gerade total verliebt in die Kälbchen da hinten. Domi, Pferde sind doch in und nicht Kälbchen. Mega niedlich. So, jetzt gehen wir mal zum Hänger. Der Charlie ist ziemlich am Latschen, wirkt ziemlich schlapp.
weil, wie gesagt, er ist geimpft worden vor 2 Tagen. Und so richtig geheuer ist ihm das, glaube ich, gerade alles auch nicht hier. Ja, und Charlie ist anstandslos auf den Hänger gegangen. Wir brauchten überhaupt kein bisschen Hilfe. Und ja, super gut, dass er da mit Alex drauf marschiert. Jetzt äppelt er natürlich gleich erstmal hier. Aber das ist schon mal ganz gut. Aber er läuft ziemlich steif. Das hat man eben deutlich gemerkt. Charlie. Links ab. So, wir mussten jetzt erstmal das Navi informieren, weil diese Klinik liegt wirklich in weiter Flur. Das ist so wirklich sehr weit außerhalb von uns. Und also nicht weit von der Strecke, aber halt so ziemlich im Grünen. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass das Navi uns nicht in irgendeinen Bach leitet. Ne? Na, genau. Ja, der Charlie macht gerade so ein bisschen Disco da hinten. Alex, hast du dem eine gute Musik da hinten aufgelegt oder was? Könnte ich auch Spaß haben. Ja, trampelt so ein bisschen durch die Gegend. Naja, gut. Ich hoffe, er kriegt sich wieder ein. So, es wird grüner und ländlicher und wir erreichen bald unser Ziel sozusagen. Und natürlich überlegt man jetzt gerade schon im Kopf, was ist, wenn die da heute irgendwas finden? Was ist, wenn sie ihn da behalten wollen? Was ist, wenn sie sagen, der ist erstmal nicht reitbar? Das Pferd ist halt 4 Jahre alt, wird 5. Das würde uns natürlich mega weit erstmal zurückwerfen. Hier werde ich dann natürlich nicht mehr weiter filmen können. Natürlich wieder aus Datenschutzgründen, aber ich wollte euch das mal zeigen. Das ist hier sehr schön ländlich gelegen. Genau, die haben auch eine Reithalle da drin, natürlich zur Diagnostik. Und jetzt fahren wir da mal rein. So, jetzt werden wir den Charlie mal ausladen, dass der brav vom Hänger geht gleich. Jetzt müssen wir erstmal reinschauen, ob alles gut ist bei ihm. Na, kleiner Mann. Ja, also, da guckt er doof, ne? Frisch geimpft, noch total belämmert im Kopf. Ja, gehen wir gleich mal erstmal rein und sagen, dass wir jetzt angekommen sind. So, der Alexander läuft jetzt hier auf dem Gelände von der Pferdeklinik lang. Und zwar hat er den Auftrag bekommen, jetzt mit Charlie mal 10 Minuten spazieren zu gehen. Er hat sich Charlie jetzt gerade in der Halle angeguckt und er hat auch Beugeproben gemacht. Also Beugeproben heißt, dass man den Huf hochnimmt, nach vorne hochbeugt und dann sofort lostrabt. Das ist eine Art Lahmheitsuntersuchung. Und dann wurde Charlie longiert und dann hat er schon gesehen, dass er das Bein hinterherzieht. Und jetzt sollen wir Charlie erstmal 10 Minuten führen. Domi, ich wollte dich mal fragen, da läuft der Alex hinten wieder durchs Bild, ich muss mich schlapp lachen, egal. Ich wollte dich mal fragen, warst du mit deinem Gustav denn auch schon öfter mal an der Pferdeklinik? Ja, also der hat auch schon eine Lahmheitsdiagnostik hinter sich und Zahn-OP. Oha. Also da haben wir noch viel vor uns. Hammer waren wir schon in der Klinik. Oh Gott, na dann hoffe ich nicht, dass Charlie das auch noch öfter hinter sich bringen muss. Aber ja, wer Pferde hat, hat nicht nur Freude, sondern auch manchmal Leid, ne? Ja, leider. Ja. Was ihr gerade auf Charlies Rücken gesehen habt, das sah natürlich jetzt so ein bisschen fies aus. Also, der Charlie hat durch
Schmerzen in der Muskulatur, den Rücken sehr, sehr, sehr verspannt. Und die haben jetzt eben Injektionen in den Rücken gesetzt. Und Charlie, muss ich sagen, hat das mit Alexander eben total brav gemacht. Dann wurde der Rücken auch noch einmal hinten geröntgt, um wirklich auszuschließen, dass da irgendwas von den Wirbeln doch zu eng steht und das ein Kissings Beins ist. Das ist es zum Glück nicht. Jetzt ist es erstmal so, dass der Charlie 2 Wochen nicht geritten werden darf und dann erstmal langsam wieder Longenarbeit machen soll. Und er bekommt jetzt auch erstmal ein bisschen Schmerzmittel. Wir haben auch ein Blutbild machen lassen. Und jetzt möchten die Tierärzte auch nochmal gucken, ob er vielleicht einen starken Selenmangel hat, was halt diese Muskelverhärtung ausgelöst hat. Ja, genau, ich konnte euch natürlich in der Klinik jetzt nicht so viel zeigen, aber ich denke mal, ihr habt einfach einen kleinen Eindruck bekommen. Es wurde sehr viel untersucht, so eine Lahmheitsdiagnostik, das ist halt nicht das Einfachste vom Einfachsten in der Behandlung von Pferden. Und Charlie und ich und auch Alexander, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen Trainingsarbeit vor uns haben. Der Tierarzt sagte, viel vorwärts, abwärts longieren, viel über Stangen traben lassen, das, was wir eigentlich vom, also reiterlichen ausgemacht haben, jetzt wirklich am Boden erstmal intensivieren und halt auch wieder Physiotherapie machen. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Solltet ihr wieder Storywünsche haben oder auch Ideen zu unseren anderen Projekten, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ich glaube, die anderen beiden verabschieden sich auch nochmal von euch. So, die Domi fährt und der Alex sagt auch nochmal Tschüss.